du musst was unternehmen. Keine Sorge, gleich wird's für die zu heiß zum Fliegen. Dann mache ich ihnen Feuer unter ihre Metallerwertesten. Ein See? Warum muss es ein See sein? Damit wirst du nicht durchkommen! Ich würde ja gern bleiben, um meiner Dankbarkeit für die Bergung meiner Zeitkapsel Ausdruck zu verleihen. Aber ich habe explosivere Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Ben! Bist du verletzt? Nur mein Stolz. Es tut mir leid, Gwen. Du hast dein Bestes gegeben. Danke. Es ist noch nicht vorbei. Wir müssen Silicon Valley retten. Hey, die Welt retten ist mein Spezialgebiet. Opa Max, ich weiß, du hängst sehr an der Rostbeule. Ja, und wie? Aber letzten Endes ist sie nur ein Gegenstand. Gut, hier ist nämlich der Plan. Wir entern diesen Zeppelin mit der Rostbeule. Hast du noch alle? Dazu müsste die Rostbeule fliegen können. Du hast recht, Gwen. Hundertprozentig recht. Ben hat mir gerade recht gegeben. Kein gutes Zeichen. Also gut. Ich muss vorsichtig sein. Wir wollen doch nicht Teslas wundervolles Geschenk an uns zerstören. Ha! Was für eine Abscheulichkeit! Nur zu, beleidige die Rostbeule. Ich warne dich. Teslas Artefakte, rettet sie! Worauf wartet ihr denn noch? Werft dieses hässliche Gefährt von Bord! Das lasse ich nicht zu! Meine Schöpfungen können doch nicht sprechen. Es gibt noch mehr, was sie nicht kann. Mechaniden, entledigt euch umgehend dieser Eindringlinge. Guter Schlag, Opa Max. Hier drin sind wir ausgeliefert. Gehen wir und helfen Ben. Hast du brav Baseball geübt? Ja! Die Vergangenheit ist mein und das Ende ist nah. Hör auf, so komisch zu reden. Ergreift ihn. Kein Ding, ich brauche keine Alienkräfte, um euch fertig zu... Yep, das ist Metall. Hey! Mit Hilfe der zweifelsohne mächtigen Tesla-Artefakte wird diese Maschine stark genug sein, um Silicon Valley zu vernichten. Ben! Ihr darf Teslas Artefakte nicht in die Finger kriegen. Das weiß ich ja auch, aber ich bin ein bisschen beschäftigt. Endlich bin ich im Besitz deines wertvollsten Guts, Nikola. Ich werde uns in eine unverdorbene Zeit zurückversetzen. Und das nur dank deines... Teddybären? Mr. Schmoopy? Tesla hatte einen Teddy und nannte ihn Mr. Schmoopy? Sind denn alle außer mir wahnsinnig? Ja!